Also ich fühle die Karre wirklich komplett und eigentlich auch diese Felgen. Trotzdem bekommt mein Benz in diesem Video nochmal ein kleines Makeover, welches den Look des gesamten Wagens komplett verändern wird, denke ich. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder hierher gefunden habt. Falls ihr neu seid, abonniert doch gerne direkt mal den Channel, dann verpasst ihr nichts mehr. Wir laden zweimal die Woche wilden Content von unseren Projekten hier aus der Halle hoch. Die meisten von euch werden es verfolgt haben, unser Horn-Events. Um dieses Projekt geht es heute. Wir möchten, wie gesagt, nochmal eine Kleinigkeit abändern, denn eigentlich ist das Projekt ja vollendet. Ich bin jetzt ein paar Wochen im Alltag gefahren und es gibt noch Handlungsbedarf. Ich habe mich bewusst vor einigen Monaten für 16 Zoll Felgen entschieden. Einfach, weil ich der Meinung war, bei 16 Zoll können wir das Ding richtig flach am Boden legen. Haben wir definitiv geschafft. Der Schweller hat gerade mal noch einen Zentimeter. Und generell ist das ein geiler Oldschool-Look. Mein Problem bei 16 Zoll ist aber folgendes. Wenn du diesen Wagen legal mit 7 bis 8 cm Bodenfreiheit hier in der tiefsten Stelle, zum Beispiel am Schweller hier vorne, fahren willst, dann guckt euch das mal an. Wir sind abgelegt. Tiefer geht nicht. Sind wir gerade so an der Felge. Also nicht mal. Wir haben sogar noch ein paar Zentimeter bis zum Felgenhorn. Das heißt, ich pumpe das Ding 7 bis 8 cm hoch und habe einen massiven Spalt zwischen Reifen und Kotflügel, wenn ich legal unterwegs bin. Und das gefällt mir bei Rolling Shots nicht. Und wenn ich von Rolling Shots rede, dann rede ich nicht von den Aufnahmen, die ihr von mir in Italien gesehen habt. Da habe ich das Ding auf 2 cm Bodenfreiheit hochpumpen müssen, damit das einigermaßen geil aussieht beim Fahren. Wenn ich das Ding im Alltag fahre, so wie die letzten Wochen, fahre ich natürlich auf eingetragener Höhe mit 7 bis 8 cm Bodenfreiheit. Und da sieht die Geschichte schon ein bisschen anders aus. Und als Nebenfakt, also ich nach wie vor fühle das Felgendesign, aber viele haben auch geschrieben, ein mehrspeichiges Design hätte auf so einem alten Auto wohl besser ausgesehen. Ich höre auf euch, ich habe mich umgeguckt und holy shit, es gibt richtig schicke Oldschool-Felgen im Mehrspeichendesign in 17 Zoll mit Gutachten für diesen Wagen. Und ich bin schwach geworden, ich habe zugeschlagen, wir haben neue Felgen und ich hole sie jetzt rein. Ich bin gleich wieder da, okay? 17-inch Rims. Mir fällt kein Reim ein. The most satisfying unboxing on YouTube hier bei LB Garage. Seid ihr bereit? Seid ihr sowas von bereit? Ich bin's, denn ich habe sie auch noch nicht gesehen. Oh mein Gott, geh weg, ich will das sehen. Oh mein Gott, mach mir den Moment nicht kaputt. Yes. Heilige Scheiße, sieht das gut aus. Oh, dieser schmale Reifen. Alter, ich muss das Ding aus der Box holen. Oh. Bobbert B in 8x17. Alter, mit einem 195/40 Reifen, das kann sowas von was. Holy moly, geil. Kennt ihr den Moment, wenn ihr im Restaurant seid und ihr bestellt was von der Karte, weil es cool klang oder auf dem Bild auch gut aussah, aber insgeheim hofft ihr, dass euer Partner oder eure Begleitung nicht etwas anderes bestellt hat, was dann, wenn es kommt, noch besser ist, so, ne? Dass ihr erst dann merkt, dass es noch was Besseres auf der Karte gegeben hätte. Genau das gleiche ist es doch auch mit Autoteilen und vor allem Felgen. Und was soll ich sagen? Ich habe die Dinger ausgepackt und heilige Scheiße, habe ich definitiv das richtige Gericht ausgewählt. Die Dinger sind ja so perfekt für diesen Wagen. Ey, ich kann es kaum abwarten. Ich muss die Dinger jetzt draufschnallen. Ich muss das jetzt sehen. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass diese komplett silbernen Felgen dieses Mal in 17 Zoll absolut stimmig auf diesem 190er aussehen werden. Heute arbeiten wir wieder oldschool mit Wagenheber. Die Diva hier besetzt die Bühne. Und wir wissen ja auch alle, was das letzte Mal passiert ist, als mein Horny Benz auf der Bühne war. Uns ist tatsächlich gerade das erste Mal eine Karre von der Bühne gefallen. Folgendes, wir hatten hier eine 7,5x16 Felge mit ET35 drauf. Jetzt haben wir eine 8x17 Felge mit ET30. Das heißt, in jeglicher Hinsicht ist diese Felge breiter. Wir hatten hier eine 20 mm Spurplatte pro Seite auf der Hinterachse. Die lasse ich jetzt erstmal weg. Guck mir an, wie das mit dem halben Zoll und der 5er ET mehr bzw. weniger und somit also weiter raus. Ihr kennt das Game. Ich schaue es mir erstmal an. Die ist ein bisschen breiter. Vielleicht braucht es die Platte nicht. Vielleicht braucht es eine schmalere. Vielleicht passt es auch perfekt. Wir finden es raus. Natürlich mit den passenden, kürzeren Schrauben heute. Ich vermisse meine Bühne. Sheesh. Okay, wir haben hier mit dem Airride jetzt den gigantischsten Busmodus noch drin, aber trotzdem wollte ich euch den direkten Vergleich mal zeigen. Hier vorne jetzt noch die 16 Zoll BBS-Felge und hinten haben wir bereits die 17 Zoll Bobbert B-Felge. Und was soll ich sagen? Ich bin definitiv Team Bobbert B. Felgen sind jetzt alle vier montiert. Jetzt wird es nochmal spannend. Ich lasse ihn das erste Mal ab. Einerseits, ob alles passt, aber eigentlich sollte es passen. Also laut meinen Berechnungen sollte es passen. Und wir gucken natürlich auch, wie es aussieht auf 0 Bar. Das ist das Wichtigste, weil jetzt gerade ist geil, aber schon noch recht hoch. Daumen drücken. Digga! Okay, jetzt hinten.
was 1 Zoll ausmacht, ne? Ich hab's euch ja davor gezeigt, da hat man noch Reifen gesehen. Da war die Felge irgendwo hier auf 0 Bar und nochmal 2 cm Reifen. Jetzt, schüsch, genau bis zur Felge. Da hinten schluckt das ja komplett, Alter. Da ist wirklich hier das Bett komplett versenkt. Das natürlich auch, weil der Radkasten tiefer ist. Der Schweller ist nach wie vor gerade und, also ich sag euch, wie es ist, wir hatten davor ungefähr so 1,5 cm Bodenfreiheit. Wir haben jetzt bestimmt 1,5 cm Bodenfreiheit auf 0 Bar. Und er wirkt tief, also er wirkt tiefer durch 17 Zoll, hat aber mehr Bodenfreiheit. Und genau das wird uns in die Karten spielen beim Fahren. Wenn ich jetzt 7 cm Bodenfreiheit fürs Fahren brauche, dann hängt mir nicht irgendwie 5 cm der Kotflügel über dem Reifen, sondern dann sieht das alles ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen stimmiger aus. Und um das rauszufinden, müssen wir natürlich fahren. Und das will ich nicht alleine machen. Chris kommt gleich. Und er hat sich erbarmt. Für euch. Nicht nur für mich, sondern für euch. Seinen Benz nochmal rauszuholen. Denn das fehlt noch. Seit ich hier mit meinem Benz unterwegs bin, waren wir noch nie mit Benz Brother mäßig unterwegs. Ich meine, wir haben beide einen alten Benz und waren noch nie zusammen unterwegs. Und das ändern wir heute mit den neuen Felgen zusammen. Eine kleine Ausfahrt. Ich hoffe, er kommt gleich. Dann fahren wir los, holen seinen Scheunfund aus der Höhle und dann geht's los. Vielleicht sollte er noch waschen davor, denke ich, weil meiner ist sauber. Wie es bei ihm aussieht, wir werden sehen. Ich kann das erklären. Ich habe immer noch keinen im Leben drin. Und der stand leider draußen, wo es geregnet hat. Oh, ist das belastend. Aber es ist nicht viel, das ist wirklich nur diese, das, was jetzt rausgelaufen ist. Der Rest ist trocken hier drin. Ey, es wird höchste Zeit für das Emblem, Alter. Wo? Im nächsten Video dann. Ich hab's immer noch nicht. Wird das auch so ein Porsche-Emblem-Ding? Nein, das wird kein Porsche-Emblem-Ding. Das kommt drauf. Versprochen. Ih, viel zu groß. Du Wichser. Was sagst du? Geil. Schöner. Ne? Besser. Mir gefällt es auch richtig gut. Chris hat ja von Anfang an 17 Zoll gesagt. Oh, Marvin, ich bin stolz auf dich. Ah, ja. Ist Regal, ne? Oh, das ist schön. Ich habe ein schönes Regal gebaut, ja. Das habe ich auch geregelt. Was ich hier alles mache. Felgen, Regal. Und jetzt holen wir dann Benz. Fahren wir alle zusammen mit dem, oder wie? Können wir machen. Ja. Okay. Also wir sind jetzt auf dem Weg in Chris seinen Bunker. Denn für die Leute, die sich fragen, wo steht denn der 124er von Chris, wenn er nicht gerade am Fahren ist? Das, glaube ich, zeigen wir euch heute mal. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Kommen Sie rein, mein Freund. Sieht man was? Ja, kommen Sie mal mit, meine Freunde. Chris, wo bist du? Hier, komm weiter. Alter, also falls du aufs Klo musst, Alex, wäre sonst noch jetzt hier die Möglichkeit für dich. Vorsichtsstufe. Oh, shit. Holy shit. Chris, ich weiß nicht, also... Mach keinen Scheiß, Alter. Okay, einmal hier lang, Leute. Alter, unser erster Scheunenfund bei El Bigarage. Ist ja nicht zu fassen. Chris, Glückwunsch. Danke. Lass mal, das ist ein Scheunenfund, der darf so aussehen. Ja? Ja, bis wir gemerkt haben, dass das Ding hier dreckig wird, war schon zu spät zum Abdecken. Ja, wolltest du auch nicht mehr drauf machen. Ja, also das ist es halt. Ne? Chris hat in dieser Ruine ein Plätzchen für seinen Benz gefunden. Wo schläfst du? Ja, oben, in der zweiten Etage. Penthouse. Aber ist halt geil, hier steht er relativ gut eigentlich, wenn er nicht so dreckig werden würde. Ja, und die Hälfte von Marvin sein Zeug steht hier auch noch rum. Ja, mein Messezeug haben wir hier untergebracht. Du hast hier einfach einen Oberkörper. 1 zu 1 wieder, ja. Das ist quasi ein Abbild meines Oberkörpers. Fehlen nur die Tattoos. Was geht da? Ja, glaubst du, der springt an? Also ohne Start wird nicht. Ah, war ja klar hier. Batterie wieder nicht abgehängt? So, klar. Ja, dann soll er anspringen. Komm jetzt! Das ist ein Trauerspiel hier. Der kommt. Ja, er lief jetzt auch ein paar Monate nicht. Jetzt läuft er. Sehr schön. Ohne Überbrücken, ne? Dann ist es jetzt soweit. Wir fahren die Karre raus. Einmal willst du waschen? Wäre besser, oder? Ja. Wir machen die einmal sauber und dann gibt es die ersten Aufnahmen und das erste Zusammentreffen von unseren beiden Benzern. Ist das die Mehrzahl von Benz? Benzer? Benzerer? Benzeros? Benzerbros, Digga. Das sind wir. Was machst du? Das geht nicht weg. Oh ja, das ist richtig scheiße, Alter. Schon lange habe ich mir überlegt, wie geil wäre es, ein bisschen Benz-Bro-Feeling mit Chris hier zu haben. Er fährt mit seinem Porno-Benz beste Leben und ich habe einen runtergeranzten 190er, habe noch nicht das beste Leben. Aber bald! Und
uns ist tatsächlich gerade das erste Mal eine Karre von der Bühne gefallen. Ach du Kacke, Alter. Das ist der Große, ist der Porno-Benz und der Kleine ist dann der Porni-Benz. Die Projektkarren von El Bigarage. Ich höre schon wieder. Wir haben zu früh gelobt, Chris. Dass die Klammern auch immer so ein paar Zentimeter zu klein sind. Ich erfinde mal welche, wo ein Zentimeter weiter aufgehen. Das ist halt, ne? Einer muss immer der sein. Es ist der nächste Tag und wir sind zurück in der Halle. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Die Benz Brothers das erste Mal zusammen unterwegs gewesen. Christian Benz hat sich am Schluss dann komplett verabschiedet. Der 124er hatte gar keinen Bock mehr. Batterie ist komplett platt. Also wir haben ihn überbrückt. Dann ging es kurz. Aber auch beim Fahren, sobald er vom Gas runter ist, ist die Karre immer wieder ausgegangen. Deswegen haben wir ihn ganz schnell wieder zurück in sein Ruinenlager gebracht. Werden eine neue Batterie besorgen und dann sollte das auch geregelt sein. Aber jetzt, falls noch nicht passiert, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was sagt ihr zum neuen Look vom Horny Benz. Bin ganz ehrlich, ich bin Fan und war immer Fan von diesen 16 Zoll Felgen. Deswegen war ich auch sehr zwiegespalten, hier auf 17 Zoll umzubauen. Aber jetzt, wo ich die Karre hier so vor mir sehe, mit diesem Mehrspeichendesign und 1 Zoll größer, ich bin ganz ehrlich, es war die beste Entscheidung, diese Felgen hier zu switchen. Außerdem ein kleines Sorry, falls das Video diesen Donnerstag nicht ganz so lang geworden ist. Ich bin nicht sicher, wie viel Content wir wirklich haben. Denn aktuell läuft crazy viel hinter der Kamera, was ihr noch nicht seht. Und ich sage noch nicht seht, denn ab nächster Woche kann diese Bombe endlich platzen. Wir arbeiten jetzt gerade, also heute Abend werde ich direkt weiterarbeiten und die letzten Tage immer bis spät in die Nacht an einem ganz, ganz großen Projekt, welches sehr wichtig für mich, aber auch für die Zukunft von diesem Channel und meiner Firma ist. Also tut mir einen Gefallen, seid einfach im nächsten Video kommenden Montag pünktlich um 17 Uhr dabei. Bin gespannt, was ihr sagt. Ich kann es kaum abwarten, endlich euch zu zeigen, an was wir gearbeitet haben. Hier steht übrigens noch ein Karton, das ist ein kleiner Spoiler. Eventuell geht es dann auch noch mal ein bisschen weiter an diesen Wagen. Ja, ganz fertig ist er noch nicht. Aber das seht ihr alles in den nächsten Videos. Jetzt erstmal danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich über eure Kommentare. Bleibt bitte gesund, anständig und schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dahin, macht es gut und ciao.